Kruzifix, Geisteszustand unter 25% und Foto. Kopf, du hast mich gehört. Ja, das letzte hat nicht verstanden. Foto. Also ja, hat gerade übelst geleckt. So, eine kleine Ankündigung, Leute. Das ist vorläufig heute der letzte Tag, wo wir Phasmo spielen. Ich weiß nicht, ob das für immer ist oder nur zeitweise. Auf jeden Fall ist heute unser vorerst letzter Tag. Also, wenn ihr irgendwie versuchen wollt, noch uns zu erschrecken, oder Sven, dann ist heute euer Tag. Der Knochen liegt hier auf dem Bett im Computerraum. Okay. Celine wollte dieses Wochenende mitspielen. Keine Ahnung, ob sie es noch schafft, heute mitzuzocken. Ich habe sie jetzt derweil nicht nochmal gefragt, ob das heute klappt. Sie meinte nur dieses Wochenende. Mal gucken. Hello. Hello. Wo bist du? Ich weiß nicht, ob ich mit Sven denn alternativ was anderes spielen werden am Freitag oder Samstag. Darüber haben wir noch nicht gequatscht. Uns noch nicht ausgetauscht. Oder Sven? Nee. Aber zu viel kann ich schon mal sagen. Also abschreiben tun wir das Spiel jetzt hier nicht, ne? Aber halt ein bisschen Pause machen. Luft ist einfach raus. Jo. Gib mir ein Zeichen. Oh, hier, Ouija-Brett. Wo bist du? N-U. Nurse. Nurse Room, wa? Nursery. Bye. So, jetzt ist der Knopf wieder weg, weißt du? Ansonsten geht es kaputt, wenn du dich jetzt entfernst. Achso, okay. Nursery. Was heißt das jetzt auf Deutsch? Hier müsste das sein. Das ist, glaube ich, Nursery hier. Wenn ich mich nicht irre. Bist du da? Wo bist du? Bist du hier? Also ich und Sven hatten, glaube ich, mal überlegt, so ein anderes Koop-Spiel zu zocken. Ich weiß nicht, ob wir da noch dran festhalten, Sven. Hättest du da noch Bock drauf, zumindest mal reinzugucken? Wenn es uns gefällt, können wir es ja länger spielen. Ja, das zweite weiß ich leider nicht mehr. Ich weiß nur, das eine noch. Schreib etwas ins Buch. Ja. Guten Abend, Celine. Geht's auch nicht, aber ich weiß, dass es zwei gibt. What the fuck? Was ist los? Steh auf. Was ist passiert? Ich komm hier rein und du bist tot. Schön. Ja. Na, wie ist was? Hey. Geh weg, Wolke. Na, Celine, alles klar bei dir? Wie sieht's aus? Spielst du heute mit? Ich guck trotzdem mal nach dem Orb hier. Hab ja schon mit gestern mit dir gerechnet, aber... Das war wohl zu viel des Guten. Am besten so. Box. Box. Gestern habe ich auch was gegessen, ja. Aber es war dann vor 20 Uhr.
Du hast deinen Freund überrascht und ihn eingeladen, oder was? Okay, Box haben wir schon mal. Ja, nice. Ich komm hier rein, du bist tot. Ist auch hier draußen gespawnt, die so. Der oder die gehandelt hat. Nice. Hab ihn ins Auto verfragt. Du hast schon gesagt, so, geh mal ins Auto, oder? Von wegen, ey, ich nehme dich jetzt mit. Naja, siehst du. Aber du hast nicht verraten, wo es hinging. Kruzifix. Ja, dann schreibe ich dir schon mal den Code, dann kannst du dich schon mal vorbereiten. So, Code ist gepostet. Hast du denn noch bei? Ich entführe ihn. Ist das Nursery? Ich dachte, Nursery wäre das andere. Schreibe ins Buch. Also Nursery ist das, wo das Kinderbett drin ist, okay? Gut zu wissen. Wo bist du? Jo, bin ready. Wenn ihr da durch seid, hole ich mir eben noch was zu trinken und so. Alles klar. Mach das. Wir wollen ja nicht, dass du verdurstest. Meinst du, ich kann einen Pfeil machen? Du hast dafür zu wenig Besteck. Okay, die ist irgendwo hier draußen gespawnt. Okay, du bist jetzt hier, alles klar. Ist sie gestorben oder nicht? Nee. Ist noch nicht top, aber ein paar Runden geht sicher. Nice. Sehr schön. Jetzt hin.
Kann ich mal die Dinger hier aufmachen oder was? Ey. Bist du jetzt wieder hier oder was ist los? Okay, Dots, Geisterbuch oder Gefriertemperatur? Oh Mann. Ah, ich hol meine zweiten. Ne Idee. Mach mal die zwei Zimmer da. Das. Okay, was haben wir denn? Spirit, Gespenst, Zwillinge. Kann ich das hier gar nicht einstellen? Hm, anscheinend nicht. Gefriertemperatur. Ganz alt und gebrechlich. Aber eine Frau. Buch oder Dotz, Gefriertemperatur. Oder meinst du mich mit ganz alt und gebrechlich? Dorothy Anderson. So, dann packe ich mal hier eins rein. Vielleicht ist er als Geist nur schon alt. Aber wenn man sich das Model anguckt, das ist auf jeden Fall keine Oma. Ich glaube, die ist so Mitte 30. Ja. Könnte vielleicht auch schon alt sein. Okay. Ist immer noch eine Frau. Dots. Ein Gespenst. Oh, Foto machen. Der Geist, die Frau, ja. Okay. Okay. Ich hätte mal ein paar Pillen reinschmeißen sollen. Kannst du da immer noch machen. Hatten wir jetzt eigentlich irgendwas gesehen gehabt? Ritualmäßig? Nee, ne? Ach ja, doch, das Ouija-Brett hatten wir. Jetzt nach oben. Die handet. Geil. Handet die. Ja, die handet. War gestern oder? Ich war. Ich glaube gestern wieder auf 98 runter. Heute habe ich nochmal einen Follower bekommen. Also heute ist es schon das zweite Mal auf 99. Die Frage ist nur, was machen wir als Special? Kannst du dich kurz zeigen? Ein 6-Stunden-Stream? Wer ist für einen 6-Stunden-Stream? Yes! Fuck! Reinigen Sie den Bereich, Foto machen und verjagen Sie während der Jagd. Wird bestimmt lustig. Ach, verjagen Sie während der Jagd, okay. Schneid, Stefan. Ja, nice. Endlich schneidet mein Berlin. Hier kommt eh kein Schnee, ne? Also.
Billy, der hat den mehr Schnee wie wir, also wirklich. Wo bist du? Ich hab was vergessen. Deine Taschenlampe oder was? Ist die da? EMF. Achso, ist ja kein Strom. Ich noch nicht, nee. Mit. Okay, hat schon jemand? Dann nehme ich mal ein Buch mit. Wo bist du? Immer vom Buch habe ich mitgenommen. Gib mir ein Zeichen. Hallo? Ja, hier. Wo bist du? Hier rechts bin ich. Bist du hier? Nee, hier bin ich nicht. Wo bist du? Bist du hier? Sven kriegt anderen Leuten beim Kacken zu. Bist du alt? Wo kann man denn bei dem Haus Licht anmachen, also Strom? Kommt immer ganz drauf an, wo der Stromschalter ist. Aber entweder im Keller oder hinten in der Garage ist der meistens. War meine Frage, in der Garage war nicht... EMF2 hier oben. Zweite Etage. Zweite oder erste? Zwei? Hier oben. Na, erste Etage bist du unten, oder? Naja, so. Naja, fast. Naja, kommt drauf an, ne? Okay, ist hier drüben. Bist du denn? Hier, kann man sich hier verstecken? Nein. Fingerabdrücke! Okay. Okay. Ja. Ups, Fingerabdrücke. Poltergeist, Phantomming. Poltergeist, Werbuch. Ich geh erstmal raus. So. Bin mal ganz frisch. Geh erstmal raus. Mädchen, hast du dir schon überlegt, was wir machen können als Special? Ich glaube, du hattest da mal was erwähnt gehabt, ne? Was war denn das nochmal? Ich hab's vergessen. So. Hopp. Was? Ein motherfucking Orb. Okay. 24 Stunden Stream. Und du bist dann auch die ganzen 24 Stunden dabei, oder muss ich den alleine machen? Ob wer denn Mimik, oder? Wer Mimik, ja. Jupp. Naja, geht ja sonst nichts anderes, ne? Also Mimik, ja. Ich schlafe natürlich. Ich will vergessen. Mein Mod muss die ganze Zeit dann da bleiben. Dass falls ich einschlafe, dass dann wenigstens der Chat noch moderiert ist. Udo vom Geist reinigen. Ich hab die Spieluhr. Echt cool. Nicht an. Ich weiß nicht genau, was du machst. Irgendwas hab ich mit Singen gehört. Ja, sie singt und dann weißt du, wo der ist und sie entfernt sehr viel und sehr schnell Sanity. Aber pack die mal bitte irgendwo hin, wo wir sie dann auch finden können wieder. Kann ich sie einfach mitnehmen? Du kannst sie auch draußen vor die Tür legen, ja. Schmutziges Wasser, Sven, hast du ein Fotoapparat? Nee. Bist du hier? Willst du jetzt reinigen? Ich wollte jetzt reinigen, ja. Okay, weil ich hab jetzt... Psst, psst. Die Ole, die ist draußen gespawnt. Ja, auf dem Flur, ne? Bist du hier? Ist das eigentlich ein
Männlein oder Weiblein? Männchen, wa? Hört sich an. Bist du hier? Christopher. Hallo? Gefriertemperatur? Naja, brauchen wir nicht. Wir haben ja den Geist schon. Toll, Gefriertemperatur, meine Fresse. 4 Beweise. Nice. Probier's einfach mal. Er ist hier. Okay, hab gereinigt. Okay, dann mache ich verjagen und du machst Foto. Okay. Lass mal trotzdem versuchen, noch ein Fingerabdruckfoto zu machen, weil er hat ja Fingerabdrücke hinterlassen. Ja, von mir aus kannst du alles fotografieren, was du möchtest. Wo machen wir das Foto? Wo wirfst du hin? Hier oder wirfst du hier oben hin? Ist immer so die Frage, wo ist es spawnt. Wenn er hier oben spawnt, dann nach unten, ja. Garage, weiter geht's nicht, ob man dich da verstecken kann. Wie sieht's eigentlich hier mit Knochen aus? Haben wir den schon? Fotos, Fingerabdrücke. Nee, den habe ich jetzt auch nicht gesucht. Wo ist denn die Spielbox? Wo waren die? Hat sie die jetzt draußen hingelegt? Wo sind die Leiche überhaupt? Ah, hier ist der Knochen. Okay. Bei der Leiche anscheinend. Nicht auf dem Bett. Hat sich's bequem gemacht. Und da ist auch die Spieluhr. Was wurde jetzt zuerst fotografiert? Der tote Körper, okay. Spieldose. Okay, haben wir alles. Geht nur noch der Geist. Ich habe aber nur noch ein Foto, ne? Ein Foto habe ich noch. Okay. Ich hole noch mal einen neuen Fotoapparat. Wollte raus und kam mir entgegen. Er kam dir entgegen. Hab dich gar nicht schreien hören. Hast du denn gar keine Angst? Das Einzige, was ich gehört habe, war Enttäuschung. Doch wissen, was die Box macht. Na, sollen wir mal anmachen, die Box, oder was? Ja. Sie würde gerne wissen, was die Box macht. Aber dann musst du die, glaube ich, anmachen, weil ich habe ja den Fotoapparat. Ja, dann kann ich aber nicht verjagen. Oder kann man die hier hinstellen, während sie läuft? Hast du die gerade bei mir? Ja, ich habe sie gerade bei mir. Okay. Oder kann man die hier so hinstellen, während sie läuft? Weiß ich halt nicht. Soll ich anmachen? Ich glaube hier irgendwo. Oder unten? Ja, das Problem ist, du siehst die halt nicht, ne? Aber wenn sie jetzt da gleich anfangen zu handeln, dann wissen wir doch schon mal, wo sie herkommt. Soll ich denn hier hinschmeißen, ja? Hast du? Ja. Ist sie gerade durch mich durchgelaufen? Lol, warum bist du nicht tot?
nicht. Wenn das sind... wenigstens funktioniert. Ja. Na warte, ich hole auch nochmal ein Fotoapparat. Ja. Wollte nur kurz draußen mitwarten. Christopher Smith reagiert auf nicht sicher. Wie er erstmal an dir vorbeirennt, ey. Ja, komisch, oder? Das war ja echt komisch. Kannst du dich kurz zeigen? Nee, dich fand er wahrscheinlich zum Anbeißen, mich nicht. Kann sich geehrt fühlen. Wo bist du? Christopher. Christopher Smith. Ach man, jetzt hätten wir gerade ein Foto machen können. Was war denn das gerade? Ein Predator, hast du nicht gesehen? Christopher Smith. Zeige dich. Mach auch die Tür auf. Hallo? Christopher. Ich krieg die Tür nicht auf. Bei mir ist er offen. Okay, Geist ist drauf. Wie die Tür erstmal versperrt ist, nicht. Eindeutig besiegt den Mimik. Ah. Nice. 4 Beweise. Kerze ausblasen, verjagen während der Jagd und Geisteszustand unter 25%. Ausblasen. Dein Mikrofon geht wieder nicht, glaube ich. Nee? Naja, okay, dann. Mikro? Jetzt ja. Dann wechsle ich nochmal kurz. Ist er neben so. Mich? Keine Ahnung. Hat auch gerade ein ganz komisches Geräusch gemacht hier. Einer von euch. So ein lautes Kratzen. Merkwürdig? Ich hab nichts gehört. Hab ich auch gehört. Okay, jetzt wenn wir beide das gehört haben und eine Person nicht, dann wissen wir ja, von wem das kam. Der muss ja bei mir sein, aber... Keine Ahnung, war irgendwie ein Leck oder so und dann hat er bloß gekratzt. Keine Ahnung. Sven schon wieder was vergessen hat. Ah, meine Taschenlampe. Das nächste Mal spielst du ohne Taschenlampe. So. Aber dann folge ich dir, okay? Das reicht. Okay. Wirbelsäule bei der Küche. Also in der Küche ist der Knochen. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Nee, hier geht's raus. Raus für dich. Gib mir ein Zeichen. Hier hinten kann man sich nicht verstecken. Hier ist alles dicht. Oder kriegst du die auf? Ja. Nee, ne? Ist das aus? Das ist aus. Ich? Nein. Ach, guck mal, doch. Du kriegst die auf. Ich krieg aber die nicht auf. Na? So. Ich habe vorhin auch eine nicht aufgekriegt. Ich weiß nicht warum. Okay. Aber geht nicht. Kann jetzt auch rauskommen. Cool. Mann, ich verlaufe mich hier. Gib mir ein Zeichen. Unauffällig. Wo bist du? Box. Bist du hier? Hier oben.
Bist du hier? Ich komm mal hoch. Da hinten? Hi. Wollt ihr mich begrüßen? Hier, ja? Ich sag ja, ja Herr Rack. Ich hat gesprochen. EMF. Also nicht. Ich guck mal nochmal einen Raum weiter. Aber vorne hat er mich begrüßt. Fingerabdrücke hier am Fenster. Okay, also haben wir Box und Fingerabdrücke. Gar kein Memel. Geh erstmal raus. Dort, Buch und alles. Der ist auf Stufe 9, der handelt da gerade ein bisschen, glaube ich. Hier noch ein Buch mit. Ja, gleiche Spiel wie vorhin. Dots, Buch oder alles. Was war das jetzt? Ich muss gerade abbauen. Aber ich glaube, es war nur nie. Was? Buch? Poltergeist bisher. Kamera und dort bin ich trotzdem mal mit nach oben. Ja, folgen Sie mir bitte. Also Fingerabdrücke habe ich fotografiert, das Buch habe ich fotografiert, wir haben Poltergeist, Kerze verjagen, jetzt mal Kerze. Was brauchen wir noch? Verjagen. Bin ich voll dafür, dass du das machst. Jemand gestorben? Jetzt hört er sich gerade an, als wenn jemand 10 Meter gelaufen ist und Raucherlunge hat. Eine Kerze könntest du mitnehmen. Hier ist keine mehr. Hat bestimmt schon. Aber die ist hier nicht in dem Zimmer gespawnt, ne? Die ist irgendwo anders gespawnt. Ach, die ist schon mal gespawnt? Ja, die hat doch gerade gehandelt. Was meinst du, was ich da am Fenster stand? Ach so, ich dachte, du machst jetzt so aus Gag. Wusste nicht, wohin. Aber die ist draußen gespawnt gerade, ne? Ich war gerade auf der Suche nach dem Knochen. Huntet die? Ja. Huntet, oder? Die huntet. Oder er. Ist der oben? Der ist oben, okay.
Run! Vorbei. Vorbei, Leute, vorbei. Okay. Könnt rauskommen. Okay. Jojo. Bin hinter dir. Okay. Ah, nee, das ist jetzt schon, Kerze oder? Fehlt noch und ein Foto, wa? Ich kann dich irgendwie nicht auseinanderhalten. Hä? Obwohl. Sven ist der Blonde und ich bin... Hä? Jo. What do you say? Jetzt hab ich auf die Haarfarbe jetzt, oder? Guck hier. So Haarfarbe? Ja. Vor allem, er hat Jeans-Sachen an und ein blaues Oberhemd. Was hab ich denn an? Ja, auch ein blaues Oberhemd? Also, meine Güte. Und ich dachte schon, ich hätte einen Goldfisch gehören. Ja, oder Gedächtnis nennt man das, ne? Ich wollte mich orientieren, ich hab's im Echtleben nicht. Wie soll denn hier dann klappen? Also bitte. Kerze, also die ist gerade oben gespawnt, oder eher? Die ist... Ist... Ist eine Sie. Lisa. Okay. Kann ja trotzdem mal ein Fotoapparat mitnehmen. Vielleicht schaffe ich es ja, ein Geisterfoto zu machen. Ja. Ich habe auch nochmal ein Fotoapparat mit. Was muss denn jetzt noch gemacht werden? Nur Foto? Nee. Kerze ausblasen, okay. Dann brauchen wir vielleicht noch ein... Bringst du noch ein... Bringst du noch so ein Feuerzeug bitte mit? Feuerzeug habe ich bei. Ah, okay. Hier ist eins. Aber Celine hat jetzt auch eins. Doppelt hält besser, nicht dass Sven stirbt, weißt du? Ja, finden wir es nicht mehr, dann backt es irgendwo hin. Ja. Kannst du dich kurz... Kann durchaus passieren, dass es wegbackt. So, ich, dann nehme ich meine Kerze mit und stell die oben hin, okay? Okay. Ja. Achso. Ja. Und die anderen Kerzen? Eine ist da, eine die ist oben. An. Die, ja, die ist schon an, die ist schon an. Was mit der hier? Die ist auch noch an, okay. Ich habe mich jetzt schon wieder gefühlt verloren. Ja. Ja gut, dann kommen wir jetzt ja eigentlich vor. Hm? Hä? Hatten wir vier Kerzen? Ne, zwei. Sind denn die anderen? Okay. Sven, ein Foto machen, komm. Zu spät. Zu spät, sagt er. Wie er sich versteckt, ey. Kommen Sie mit? Können Sie rauskicken? Hallo? Celine? Wohin? Wo bist du? Ich verlaufe mich da ständig. Du warst ja gerade noch neben mir. Ja. Ja, dann wärst du weg. Und auf einmal war ich weg. So, wie sieht's denn aus? Hat sie schon die Kerze ausgeblasen? Nee, hat sie immer noch nicht. Könnt sie ja mal machen, oder? Wird langsam Zeit, ja. Guck mal, sie handelt. Stufe 10. Ja. Gucke. Können wir gleich mal gucken, wo Sven sich versteckt. Na, wo versteckt er sich? Da kommt er gerade runter. So sieht man ja hier, stimmt. Und schupp, weg ist er. Jetzt läuft er da unten lang. Ja, Sven, komm weiter, weiter. Nee. Der verläuft sich auch noch. Guck mal ihn an. Ja, wie ich. So, ich finde nix. Find nix und such die nächste Tür und find keine. Und wo sind er da, aber. Kannst raus. Kerze hat noch nicht funktioniert. Ja, die habe ich da nochmal oben angemacht. Die war aus.
Aber dann ist sie von Alena ausgegangen, oder? Die war doch an vorhin. Vorhin war sie an, ja. Komm, Sven, ein Foto machen. Ist die unten noch an? Die handelt. Aber wir haben da schon ein Foto. Echt? Wo Geist draufsteht? Ja. Sicher? Falsche Richtung. Hier lang. Nein. Hier, komm. Links, links, links. Let's go, hier. Ist das vorbei? Ja. Nee. Mann. Da ist das Foto, haben wir. Ich sag, hier komm, links, 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 hier lang, hier lang, hier lang. Und sie versteckt sich woanders. Hier links, hab ich links und da war eine Treppe. Nee, warte, das ist falsch. Nee, links war die Treppe. Ich so, nee, da will ich nicht hin. Na, mein links, Mensch. Mein links. Ich geh jetzt raus. Alle, wenn ich mir ausgehen bin. Bleib jetzt im Van. Stell die mal ein bisschen hier hin. Kannst du die andere Kerze hier auch noch anmachen? Ja. Wir müssen die weiter reinstellen, glaube ich. Überhaupt nichts, Alter. Wo bin ich? Hier bei mir bist du. Du warst bei mir. Wie er das Licht angemacht hat. Ja, ich sehe hier nicht. Ist alles schwarz. Mit Gefühl musstet man. Mit Gefühl. Ich hab keine Gefühle. Ja, solange es nicht auf minus 1 fällt, sind wir nicht tot. Hat sie denn schon die Kerze ausgeblasen? Wie soll ich verdammte Kerze ausblasen? Nein, nein. Ja, kein Bock auf die Kerze. Vielleicht musst du sie in der Hand halten oder so. Wer meldet sich freiwillig? Ja, die in der Hand nimmt oder so. Ja, ich hab 0%. Ah, jetzt hat's funktioniert. Und aus. Ist aus. Soll ich dir zeigen, wie du 30% kriegst? Ja, nimmst du hier hinten so eine Pille und dann... Er ist fertig. Stell dich mal nicht so an. Kerze ist aus. Reicht. Reicht. Abwart. Von ohne Sven und zu. Drück mal rauf. Schnell. Bevor er reingeht. Schnell, drück rauf. Ja. Drück rauf, schnell. Drück. Tschüss. Nun drück doch. Ja, er kommt ja trotzdem mit. Warum drückst du denn nicht? Komm her. Ja. Danke. Weiß sie nicht, wie man drückt? Dann kommen sie während einer Jagd Zeuge und Salzwandern. Ja, dann. Nichts leichter als das. Hab ich Taschenlampe an? Nein. Ist das dasselbe Haus? Nö. Immer verlaufen? Gib mir ein Zeichen. Aber das hier ist kleiner. Hallo. Das ist nicht so groß wie das vorhin. Hier? Ups, Anna. Gib mir ein Zeichen. Ruth Miller. Gib mir ein Zeichen. Im Kinderzimmer.
Was ist denn oben im Kinderzimmer? Der EMF-2. Okay. Hoch, kommt links. Bin unterwegs. Knochen habe ich auch schon gefunden. Ist hinten bei der Werkbank. Ah, geht nicht. Bist du hier? Wir hätten hier die Tür offen gelassen. Ist ja ekelhaft. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Guck mal, Ball. Sie will spielen. Das ist bestimmt ein kleines Kind. Kann sein, ja. Okay. Machen wir mal sehen. Fingerabdrücke. Ist das Buch nicht mit? Scheinbar habe ich kein Buch mitgenommen. Okay, ich hole mal ein Buch. Hat sie die Hälfte vergessen. Shame on you. Ja. Ich habe auf Anhieb den Weg gefunden. Stolz auf mich. Nee, du hast gefragt. Hier? Ich habe auch meine Videokamera. Nicht. Klaut er mir? Ich dachte gerade, Klaus wird schon wieder das Buch hier. Wie kriegt man die nochmal auf Stativ? Auswählen und dann musst du gucken, dass es da andockt. So? Ah. Sozusagen. Okay. Ah, okay. Kannst du auch schon Rechtsklick machen für Nachtsicht, dann kannst du gleich gucken wegen Orb oben. Weg so, ja. Auf Anhieb gefunden. Wo bist du? Selber nicht. Gib mir ein Zeichen. Du musst die Taschenlampe ausmachen. Ach so. Okay. Warte, ist das 5 oder was? 5? 5? Ich seh nix. Also, Fingerabdrücke und EMF-5 haben wir bisher. Wie stelle ich die nochmal hin? Was ist mit F? F oder G? Nee. G war das, ne? Geht. Ja, F ging nicht. Nee, F ist nur für bestimmte Gegenstände. So, ich mach mal den Knochen. Haben wir noch irgendwas anderes? Ah, die Spieldose ist auch da. Okay, Foto. Ich trag mir erstmal ein. So, Knochen, Leute. Alles fotografiert. Sehr schön. So, was können wir denn jetzt noch machen? Keine Box. Dots geht auch noch. Also Dots, Orb, Buch oder Gefriertemperatur. Dots. Gurio. Also zeigt sich in der Nähe nur von vor der Kamera, wenn kein Mensch in der Nähe ist. Naja, waren wir ja gerade nicht, oder? Zeuge, Salz und entkommen. Okay. Zeuge, Salz. Salz mit rein. Warum wir denn und Salz? Entkommen. Okay, nein. Nimm mal gerade mit. Los, komm mit. Wir brauchen noch Zeuge. Oreo? Sag bloß, du magst Oreo. Ich ekelhaft. Oreo ist voll schmutzig. Ich hab Knochen oder so? Guck mal bei den Fotos. Bitte. Was war das denn? Ja. Da unten. Jo, haben wir. Mal Licht an, vielleicht macht das ja aus. Beschweißt du mich hier mit Teddy, hallo? Vielleicht dreht's. Alter. Ja, okay, nehme ich. Okay, Schritt haben wir auch. Jo. Salz haben wir auch. Seht ihr? Zeuge und entkommen. Ja. Habe ich meine Taschenlampe weggeschmissen? Jo. Geht auch ohne oder so. Hier, haben wir noch ein Fotoapparat bei? Ich hab da schon. Aber kann ich gerne normal machen.
Ach so, Schritt hast du schon. Okay. Zählt ja. Aber zweimal. Zählt das jetzt zweimal? Ne, guck, der drei Sterne zählt jetzt, wo du Deporteur ist. Nee. Was zählt denn unter Beweis? Also Event und so? Der muss auftauchen. Die müssen wir kurz sehen oder so. Weil jetzt sowas hier wie. Run, Bitch! Run! Die ist ja schnell. Die ist schnell, ja. Help! Hä? Kannst du hier bleiben. Alles okay. Oh nein! Seit wann geht mit Tee nicht mehr die Taschenlampe aus? hat jemand noch ein Fotoapparat bei? Nee. Hattest du ihn? Wo ist denn Sven seiner? Aber hatte er den. Ach, den hat er hier hingeschmissen, ja. Wo denn? Ja, dann mach mal ein Foto. Ich mach mal ein Foto. Alle Taschenlampe wollen nicht aus. Sorry, Sven. Ich hätte mich treffen sollen. Brauchst du nicht entschuldigen. Haben wir denn alle? Nein. Immer noch kein Zeuge eines Geistes. War nicht gekommen, nix. Gut. Ach. Außer das ist der gesunde Traubenzucker. Interessant. Aber hat der nicht auch noch recht gute Wirkung? Mensch, Leute, was macht ihr denn hier? Was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Der letzte Beweis, wa? Oder? Ja, Zeuge geht ja jetzt leider nicht mehr. Was? Entkommen während der Jagd? Achso, weil er Sven getötet hat, okay. Hat das leider nicht gezählt. So, beide tote Körper haben wir. Gorillo und ja, da muss ich nur noch entkommen während der Jagd machen, ne? Alles klar, dann mache ich das mal. Hoffen wir mal, dass der kein Räucherstäbchen mag. Ich lasse das mal auf 2%. Dann jagt er vielleicht ein bisschen schneller. Dankeschön. Ja, wenn jetzt nichts fehlt, fahre ich, ne? Hui! Guck selber nochmal. Fingerabdrücke, Spieldose, Knochen, Schritt, die beiden toten Körper. Zeuge geht nicht mehr.
Ein Gorio. Sehr schön. Verjage während einer Jagd, entkomme während einer Jagd und mache ein Foto. Ein Foto. Super. Naja, verjage und entkomme können wir ja gleichzeitig machen. Das ist ja nicht so Ding. Wird das als eins zählen? Ja, ja. Du zählt beides zusammen dann. Wo bist du? Knochen hier vorne im Wohnzimmer. Gib mir ein Zeichen. Hey. Kennst du den Ballas? Bist du? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Bist du da? Aber mir zeigt die Box schon wieder nichts an, obwohl es beim Test geklappt hat. Müsste doch zumindest ein X kommen, oder? Ja, da ist aber auch ein bisschen Cooldown, ne? Also, kannst du ja nicht die ganze Zeit durchquatschen. Ja, gar kein X. Also, es kam gar nicht. Oh, jetzt, doch, jetzt schon? Hä? Egal. Du bist so ungeduldig, glaube ich. Du bist verwirrt. Scheinbar. Habt ihr den Knochen fotografiert? Wo bist du? Was denn für ein Knochen? Der vorne ist? Ja, aber wir sind ja noch beim ersten Mal. Keiner hat einen Fotoapparat mit. Okay, was ist das hier? Irgendwas wird nicht mehr gehen. Wo bist du? Zu ungeduldig, die Frau. Zu ungeduldig. Ja, scheinbar. Ornament ist unten oder Pentagramm oder was auch immer das sein soll hier. Strom ist auch an. Ja. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? 20. Zeigt mir schon wieder gar nichts, nicht mein X. Nee, du hast Gefriertemperatur. Oder geht das nur ohne Taschenlampe? Ja, du stellst die falschen Fragen. Du musst fragen, bist du hier? Ja, hab ich, Oder wo bist du? Hab ich! Und sie hat mir nichts eingezogen. Sie hat irgendwas angekrabbelt. Deine Fingerabdrücke. Ist hier Flur. Scheint im Flur zu sein, ja. Du stellst die falschen Fragen. Aber sie sagt mir nichts. Ich kann jetzt wenigstens mal ein X kommen. Ich leg's mal ein Foto. Okay. Ja. Ja, wenn nicht, dann schalte sie an und schmeiß sie hin. Irgendwann antwortet ja. Wo bist du? Immer, ich glaube im Flur. Bist du hier? Ich hole mal jetzt. Ja, bei mir geht's aber auch nicht. Ja, nicht. Sven, du stellst die falschen Fragen. Die Box ist im Arsch. Ah, schön. Ja, die ist auf dem Flur. Aber hier ist kein... Also kein Orb bisher. Nur zwei Sterne. So schlecht. Ganz schön hell da oben, wa? Halleluja, ey.
Wo gibt's eine Videokamera? Keine da. Scheine drinnen? Zum beide schon drinnen. Okay. Mit. Videokamera. Jo. Fingerabdrücke war nix, ne? Bis jetzt nicht, ne. Kann sich aber noch ändern. Ich kann ja noch einen mitnehmen hier. Okay, die ist direkt vor der Kamera gerade hier gespawnt. Es kann sein, dass sie jetzt Fingerabdrücke macht. Nicht, oder? Nee, nee, nee. Hier drin kannst du keine Fotos machen. Und hier drinnen kannst du auch keine machen, nee. Ich guck mal, ist schon weg? Nein. Guck auf den Geigerzähler. Nee, nee. Man wird aber lang, ne? In der Regel so zwischen 20 und 40 Sekunden, je nachdem. So. Was haben wir überhaupt? Haben wir schon irgendwas? Haben wir irgendeinen Beweis? Gefriertemperatur. Haben wir noch einen zweiten Beweis? Nein. Okay. Fünf. Jetzt haben wir einen zweiten. Okay, Dots, Box, Buch oder Fingerabdrücke? Box wollte davon nicht wirklich, aber kann man ja nochmal probieren. Wie gesagt, du kannst sie auch hinschmeißen. Manchmal antwortet die auch sogar, ohne dass du was sagst. Also. Habe ich, aber ja. Ich guck mal nochmal wegen Fingerabdrücke, aber ich habe nichts gesehen. Was war das andere? Orbs? Dots. Box, Buch oder Fingerabdrücke? Buch. Buch ist ja drin, ne? Ja, Buch kann manchmal schon nach einer Minute funktionieren oder erst nach 10. Hast du nicht was vom Pentagramm oder so erzählt? Unten im Keller, ja. Versuch dich mal ein bisschen zu bücken, wenn du fotografierst. Ja, kann ich mal. Wo ist denn der Keller? Geradezu und dann rechts runter. Ist sie langsam. Sven ist ja schon über alle Berge, Mensch. Also Dots würde ich jetzt ausschließen. Habt ihr Dots gesehen? Chat? Habt ihr Dots gesehen? Nee, wa? Können wir erstmal ausschließen. Also, mache Foto, verjagen, entkomme. Okay, dann mache ich mal verjagen. Und gleichzeitig entkomme. Wo bist du? Ja, Keller. Wenn du reinkommst ins Haus, geradezu, gleich rechts runter. Vielleicht stehen die Dots falsch, Sven. Kannst du mal einen verstellen? Ja, mach ich gleich. Okay. This game sucks! Ich bin gar nicht gehört. Ich versuche nochmal, warte mal. Okay, ich verstehe mal die Dots. Naja, leider bin ich genommen. Dann mach ich mal den. Die scheint hier hinten zu spawnen irgendwie. Was hat denn? Ghostbusters! Bibi, Mike. Bibi. Ich hab eine Taschenlampe, aber ich hab keine Ahnung wo. Auf der Treppe. Also. Nee. Was war das jetzt nochmal? Dort, Buch? Also er liegt bei mir dann nicht. Also bei mir liegt da keiner. Bei mir liegt nur eine Taschenlampe da. Wo bist du? Wie ist... Bist du hier?
Fall stelle ich das auch nochmal. Weißt du, wo er liegt? Weil ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur die Taschenlampe gesehen. Und Feuerzeug. Seine Leiche? Ja. Kann ich dir gleich zeigen? Oh, wo hat er gegrabbelt? Oh. Und da, mach die Taschenlampe. Fuck! No! Nein. Oh, nice. Oh. Na dann, Celine, zeig mal, was du drauf hast. Hab ich doch nicht hier alleine lassen. Boah, die hat nur 2 Sterne Fotos. Ist ja echt belastend. Kennst du dich mit uns reden hier? Gib uns ein Zeichen. Bitte. Ah. Können wir ja helfen. Oder? Ah, super. Ja, bei Text-to-Speech kannst du ihr helfen. Kannst du ja dann schreiben. Ah, ne, die hört das ja nicht. Nö. Hat sie deinen Stream nicht an? Weiß ich nicht. Ich denke eher nicht. Würde ja sie total verwirren, wenn sie mich im Spiel hört und dann auch mal im Stream. Ach so, ja. Jade Oni. Das Buch. Ich sehe da nichts. Läufig Sven sehe. Lassen Sie mich eiskalt allein. Au! Oh, Dotz! Es muss. Super. Von der Ollen, ja. Helen Thompson. Foto und entkommen musste. Hat sie gelesen? Was hab ich denn? Nee, cool. Nicht. Super. Ich weiß halt nur nicht, ob ich, wenn ich jetzt Pill nehme, ob er dann überhaupt so schnell kommt. Weil die, wie das bei der Stufe ist. Keine Ahnung. Da hat sie natürlich recht. Nimm Pillen, sagen sie. Ja. Jawohl, er kann ja trotzdem erscheinen und ein Foto machen. Ja, aber sie soll ja noch entkommen, ne? Ja, er hat ja eine genommen. Eine reicht ja. 30%. Run! Die ist unten, ne? Weiß ich nicht, wo die ist. Kann ich nicht ordnen. Tatsache, die ist unten. Ach, scheiße. Ach, Mann! Und mir fallen wie so ein nasser Sack. Ich dachte... Verjage, EMF-Reader und Salz. Oh, das geht ja. Mal diese Mini-Legs hier, ey. Oh, ich hab noch keine Technik. Oh. Whee! Okay, weder Spieldose noch Tarotkarten. Der Knochen liegt in der Küche. Also irgendwie funktioniert die Box hier nicht. Tarotkarten, wo habt ihr die denn? Ne, sind nicht da. Weder Tarotkarten noch Spielbox. Ach, Knochen ist im Wo Spiel. Bist du? Bist du da? Test 1, 2, 3, hört ihr mich? Hallo? Ist jemand da? Die Box geht nicht. Why? Keine Ahnung. Was, was hast du noch mit? Buch. Okay, hier. Obwohl, warte mal. Nimm mal lieber den EMF, gib mir mal UV. Wo bist du? Bist du hier? Hallo? Also im Keller habe ich nichts
Wo bist du? Also, Celine, hier hinten kannst du dich verstecken, ja? Hier, bei mir. Folge meiner Stimme. Ich bin hier. Ja, wenn ich das Hallo? Loch hierher finde. Hier hinten in der Ecke kannst du dich verstecken. Ich sag ja, wenn ich die Blume überhaupt das hierher finde. Ach, das geht schon. Warte, hier vorne schon. Wo bist du? Da. Bist du hier? Oh, hier im Flur? Im Flur habe ich was. EMF. Oh, hier am Lichtschalter, ja? Ja. Ja, Lichtschalter, wa? Der Schrank quasi, oder ist hier drinnen vielleicht im Bad? Ne, im Bad nicht. Ne, ich glaube, das war der Lichtschalter. Ja. Macht der auch dann was, wenn sie da, oder? Eigentlich ne, ne? Leg hier mal noch was hin hier hinten. Na gut, holen wir erstmal das andere Zeug. Schreib ins Buch. Kannst du auch malen. Ja, sie können ja ein bisschen kritzeln und wir, genau. Kritzeln. Naja, ist das eine Oma, weißt du? Ja, hast du gesehen, was sie für Bilder macht da, also. Versalzen? Nö. Wir bringen erstmal die ganzen Beweisdinger rein, bevor wir die anderen Sachen machen. Wenn das dann erstmal alle drin ist, kann man ja immer noch diese optionalen Ziele machen. Bob! Mach über Funk, dass sie das auch mitkriegt. Bob! Wo bist du? Okay, Bob, haben wir noch irgendwas? Nee, bisher nicht. Nicht mal Fingerabdrücke, nischt. Celine, du kannst ja schon mal gucken, ob du dort siehst. Wenn du möchtest. Achso, habt ihr schon aufgestellt? Ja, wir haben schon aufgestellt. Ich wollte gerade mit dem hier, ey. Dots kann manchmal bis zu einer Minute dauern, bis die angezeigt werden. Manchmal auch eventuell sogar länger. Soll ich noch eine Kamera drin aufstellen, Rainer, oder? Meint ihr das? Soll ich Feierabend schon mal machen? Nee, ich nehme erstmal Salz mit. Ich mach mal ein Foto. Ich will hier drei Sterne haben. Bam. Mach schmutziges Wasser. Ja. Also der Ort bleibt auf jeden Fall da. Wahrscheinlich, dass er Mach schmutziges Wasser. Help me! Help! Help! Immerhin habe ich noch den Foto, das Foto vom Knochen gemacht. Was ist denn sonst noch hier? Vielleicht unten im Keller? Was könnte denn sonst noch hier so rumliegen? Ich gehe mal kurz gucken. Nochmal eine kleine Info für diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben. Aber morgen wird nur einmal gezockt. Na, nee, stimmt nicht. Zweimal. Aber von 12 bis 15. Ab 15 Uhr bin ich morgen wieder bei Ella. Und dann spielen wir abends dann nochmal um 20 Uhr, ne?
Irgendwo hier rechts ist der Strom. Aber hier ist ein Fußabdruck. Hier ist er. Zählt nicht. What is it? Taucht sich hier an hier. Ja, aber vier reicht nicht. Oh Gott. Renn! Renn! Ach man! Wing! Ja, so viel zur Orientierung immer, ne? Renn, versteck dich! Versteck dich doch! Ich fahre mich weiter! Ich war hier blockiert. Hab ich die Tür gesehen, du wolltest die Tür. Ich hab dich gesehen, Wolke. Vier? Ja, Fingerabdrücke? Nix, ne? Keine Fingerabdrücke, nix. Nee, mm-mm. Hier ist hier. Genau hier ist er gespawnt. Ja, genau da, wo ich. Wie hat er gedacht, wer vorbei oder was? Ja, er hat gedacht, vorbei ist nach vorne, ist sie wieder zurück, dann ist sie wieder hin und wieder weg und dann ist er doch gespielt. Reinigen EMF-Reader und Zeuge. Wo bist du? Hallo? Gib mir ein Zeichen. Also Gitarre kann der auf jeden Fall nicht spielen. Knochen liegt hier hinten im Bad. Kinderzimmer. PC-Raum. Also das hier ist ein Nursery, okay? Alles klar. Wo bist du? Hallo? Und? Sind Tarotkarten da? Immer gleich mitgucken. Mann, ey. Hallo? Ouija-Brett ist hier. Wo bist du? Nursery, also Babyzimmer. Bye. Nichts verstanden, die hat mich gerade erschrocken. Ist wieder Nursery, Babyzimmer. Okay. Ja, yep. Den Teddy runtergeschmissen, die Sau. Wo bist du? Könnte vielleicht die Nanny sein. Wo bist du? Geht nicht. Also irgendwie ist die Box halt... Hab keinen Bock, die Box? Nee. Bist du hier? Hallo? Ja, hi. Gib mir ein Zeichen. Ob? Box. Ob und Box.
Fingerabdrücke ist damit weg, ist nur noch. Okay. Also, Dots, Buch oder Gefriertemperatur? Warum bin ich so low? Was ist denn da passiert? Reinigen Sie den Bereich. Mache ich. Reinigen Sie den Bereich. Bist du hier? Gut. So, weggeräuchert. Aber nächstes Mal bist du nicht so frech. Könnte aber auch das Räucherstäbchen gewesen sein. Okay. Sind sie wieder brav? Vielleicht. Vielleicht. Schreibe ins Buch. Bitte. Knochen hast du schon mal gesehen gehabt, oder? Wo waren der? PC-Raum. Im Bad. Unterkieferknochen, Mann. Am besten immer hinducken, weißt du, Celine? Weil wenn du nämlich von hier oben fotografierst, machst du immer nur zwei Sterne. Also schön ran da. Dann guckst du. Drei Sterne, alles klar. Nimmst du mit. Weil wir gucken immer erst, ob das wirklich auf dem, also ob der Knochen auch wirklich fotografiert ist. Schreibe ins Buch. Die Hand hat gar nicht. Weil es gab nämlich auch schon Situationen, da haben wir den Knochen fotografiert. Und den hatte der nicht gezählt und wir haben den aufgehoben und haben dadurch keinen Fotobonus bekommen. Deswegen gucken wir immer nach, ob der Foto wirklich fotografiert wurde oder nicht. So. Licht ist an. So rum geht wieder. Das ist übrigens bei allen Sachen, ne? Also selbst wenn du einen toten Körper fotografierst, hinducken, nah genug rangehen, aber nicht direkt reinkrauchen. Meinst du, ist Dots oder was? Was haben wir denn noch? Dots, Buch oder Gefriertemperatur? Dots, Buch oder Gefriertemperatur? Gefriertemperatur sieht jetzt nicht. Nee, hast doch keine. Also entweder Dots oder... Dots. Gerade durchgerannt. Ein Yokai. So, das war's, ne? Ab nach Hause. Komm raus, Sven. Let's go. Kommst du? Sie handelt. Oder hat gehandelt. Ja, hat. Los, komm, let's go. Hopp.
Hier, da. Jesus Christ! Schreck mich doch nicht so. Dort. Really? Nee. Zeuge, Kerze, Foto. Wo bist du? Hallo? Hallo? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Schön laut, ey, das hört bis in den Keller rein, wa? Ja, nice. Damit das der Geist so hört. Genau so sieht's nämlich aus. Ich hab den Spiegel, soll ich mal gucken? Jupp. Eingang. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier? Ist genau hier, das Ding. Hast du gesehen, Celine, wie man den Spiegel benutzt? Ich weiß nicht, ob ich durch den Fenster oben aufziehe, falls da einer ist. Ja, theoretisch kannst du auch durchgucken, ja. Ja, oh. Na, den kannst du aktivieren, den Spiegel, dann zeigt er dir den Raum, wo der Geist drin ist. Aber du darfst den Spiegel nicht zu lange anlassen. Ansonsten geht der Spiegel kaputt und der Geist fängt an zu handeln. Ich habe meine Cam noch mal ein bisschen besser hingestellt. Gerade noch dort gesehen. Weiß ich nicht, hast du? Nee, irgendwas habe ich da gesehen, aber. Ob? Machen wir eine Kerze drin. Mach doch gleich beide. Habe ich immer noch Herzschlag. What the fuck? Ja, vor allen Dingen, hat die nicht die Tür zugemacht? Die hat die Tür zugemacht, ja. Mach gleich ein Foto. What the hell?
Ripp Sven, nee, nee. Alles gut. Huch. Also, Maro oder Revenant? Das sind noch zwei Sachen. Gefriertemperatur oder Box? Nein, die Box geht irgendwie nicht. Wo ist denn der Knochen? Ja, ich noch nicht gefunden. Wo bist du? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Du dich gut zeigen. Hab eben was gesehen, glaube Gefrier könnte es sein, oder sieht man das nur mit? Nee, 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 nee. Die Wolke siehst du auch bei anderen. Wo bist Aber die du? sieht man eigentlich relativ gut, also. Kannst du Und dich das, was du kurz... gerade gesehen hattest, war tatsächlich die Kerze, die ausgegangen ist. Wo bist du? Geht die Box bei dir? Also beim... Wo bist du? Wo bist du? Ganz schwaches X. Das sieht man kaum. Gefriertemperatur. Gefriertemperatur. Kannst du dich gut zeigen? Hast du ja doch den richtigen Riecher gehabt, ne? Aber da stand trotzdem die Kerze. Ich habe auch Rauch gesehen und dachte sofort an die Kerze. Weil der Rauch nämlich, da steht ja die Kamera und der Rauch kam genau hier hoch. Kannst du dich zeigen? War über den Tresen. Lach. Gefriertemperatur kannst du aber nur sehen, wenn auch Sven da steht. Also auch atmet. Wenn da kein Charakter steht, der da atmen tut, dann siehst du die auch nicht. Die Kannst Gefriertemperatur. du dich gut zeigen? Da muss schon auch ein Spieler sein. Welches der Knochen auch jetzt erst gespawnt? Okay, dann gucke ich hier nochmal. Vorher hat es ja noch nicht gehandelt.
mach schmutziges Wasser. Kannst du dich zeigen? Alle sind die grün. Zeige dich. Und, hast du fotografiert? Help! Help me! Help me! Zeit, muss ein Knochen suchen. Hm? Ging nicht? Was ging nicht? Was ging denn nicht? Nicht gehört? Also ich hab's gehört. Ist das zu leise oder was? Also ich höre es auf jeden Fall. So viel kann ich schon mal sagen. Singing M, sagst du, ja? Ist aber auf 100%, also. Also ich hör's. Ja, aber die anderen hört er doch, oder? Hört er denn die anderen? Hört ihr die hier? Upsala. Hört ihr den hier? Ja, der ist auch ein bisschen lauter, aber das Brummen oder das Summen ist ein bisschen leiser, ja.
Ist ja genauso wie Singing Theme hier, ist ja auch ein bisschen leiser. Ja, okay, ist ein bisschen lauter. Aber der Typ ist relativ leise, ja. Das stimmt, der Typ ist relativ leise, ist aber auch. Ich habe das nicht leiser gemacht, also. Ist, glaube ich, Originallautstärke. So, was ist denn jetzt hier mit dem Knochen? Ja, ich kann euch das ja mal original zeigen. Warte mal. Das ist Pimiel. Und das ist Mehl. Ist halt schon leiser, das ist halt das Problem, ne? Der summt halt nur so. Das ist halt leiser. Das ist aber auch schon vom Spiel aus halt leiser, ne? Also der. Das männliche Singing ist leiser als das weibliche Singing. Schon von Hause aus, vom Spiel aus schon. Habt ihr das Auto gehört? Na gut, dann funktionieren doch die Sounds. Dann weiß ich nicht, was ihr habt. Mit den Knochen nicht, was soll ich machen? Gibt's den Knochen überhaupt? Knochen suchen, egal wie lange. Ja, bis ich keinen Bock mehr habe.
Jasmin im Messchener sagt, ja such den Knochen. Du bist ein ganz feiner SKHW-Elkis. Ja such den Knochen. Ja such den Knochen. What the fuck? Knochen gefunden, sehr schön. Als wenn ihr den vorher schon gesehen hattet. Ja. So, Geist, ja, ist nicht mein Verdienst. Toter Körper, Knochen. Das Buch, den Spiegel. Revenant. Optionale Ziele erreicht. Da haben wir alles. Sehr schön. War zu sehen, was halt blinder wie ich. Kann auch mal passieren, ja. Das kann auch mal passieren.